Herzlich willkommen in mein Tageshoroskop am 1. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, nicht wundern, dass Sonne, Mond, Aszendent, Planeten anderes platzieren als in einem westlichen Horoskop. Im heutigen Tag geht die Tierkreiszeichen Waage bei Sonnenaufgang in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Waagegeborenen die Selbstdarstellung. Sich zeigen, präsentieren, etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit suchen und auch die Bedürfnis nach Ansehen, Anerkennung, nach einem Aufstieg. Es geht nicht schnell, aber dieses Bedürfnis ist da. Und diese Energie haben die Waagegeborenen so lange, bis die Sonne in Tierkreiszeichen Waage befindet. Die nächste Tierkreiszeichen ist die Tierkreiszeichen Skorpion. Und für die Skorpiongeborenen, hier ist der Platz jetzt für die Skorpiongeborenen. Die Skorpiongeborenen bedeutet das anderen Themen. Und das sind die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl, die Finanzen. Auf die Finanzen achten. Das ist mal die Grundthematik des Monats bei den Skorpiongeborenen. Die nächste Tierkreiszeichen ist die Tierkreiszeichen Schütze. Und für die Schützengeborenen bedeutet die Monatsthema, die vertraute Umgebung beweglich zu sein. Feste Einladungen wahrnehmen, auch teilnehmen oder jemand einladen. Es ist wichtig, die Kontakte zum Pflegen, zum Bekannten und Nachbarn und zum Verwandten. Thema kann auch sein, gerade bei den Schützengeborenen etwas Neues lernen. Hier wird Information vermittelt. Die nächste Tierkreiszeichen ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Und für die Steinbockgeborenen bedeutet die Zeitqualität eine Basis, ein Fundament, aber auch die innere Sicherheit. Dieses Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit. Und die Steinbockgeborenen brauchen gerade auch die Kraft. Und die Kraft liegt in der Ruhe. Und das bedeutet für viele Steinbockgeborenen einen gewissen Rückzug, zu Hause zu sein. Thema Wohnung oder Haus, das eigene Heim ist gerade auch wichtig. Entweder den Rückzug und die Ruhe bewahren oder etwas ändern in wohnlichen Situation. Die nächste Tierkreiszeichen ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Und das sind Themen gerade bei Wassermanngeborenen, die Kinder, entweder die eigenen Kinder oder mit Kindern arbeiten, aber auch die eigenen Kindheit, ein Rückblick, Erinnerungen und hier liegt auch die schöpferische Kraft, die Ideen umsetzen, aber spielerisch. Die nächste Tierkreiszeichen ist die Tierkreiszeichen Fischen und das bedeutet für die Fischengeborenen, den Alltag zu bewältigen. Die Arbeit, die Verpflichtungen und auch auf die Gesundheit kümmern, weil das kann passieren, dass das zu viel ist oder stressig und da leidet auch die Gesundheit.
Die nächste Tierkreiszeichnen ist die Tierkreiszeichnen Widder. Und für die Widdergeborenen, ich muss das Bild etwas ändern. Für die Wiedergeborenen bedeutet das die Partnerschaft. Das ist gerade die wichtigste Thema. Dann kommt die Tierkreiszeichen Stier. Und für die Stiergeborenen sind die Themen gerade die Transformation, die Wandlung, diese Veränderungen. Aber gibt es noch auch andere Themen? Das bedeutet auch die Sexualität, bedeutet auch Ämter oder gerichtliche Lage wie Scheidung oder erbschaftliche Situation. Ich kann das so zusammenfassen, die Tabuthemen, Sexualität, Geld und Tod. Und außerdem ist hier zusätzlich noch ein Prozess, die Veränderung. Die nächste Tierkreiszeichnen ist die Tierkreiszeichnen Zwillinge. Und die Monatsthema ist bei den Zwillingsgeborenen gerade das große Reise. Entweder ein Urlaub, oder Kontakte im Ausland oder Fremdsprache oder Besuch von Ausland. Aber diese große Reise kann auch eine innere Reise sein, Erkenntnisse gewinnen. Der nächste Platz ist für die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. Und für die Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema gerade. Ändere das Bild. So. Für die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist gerade wichtig das Ansehen, die Anerkennung. Und viele Krebsgeborenen suchen gerade ihren wahre Berufung. Die nächste Tierkreiszeichen ist die Tierkreiszeichen Löwe. Und das sind Themen die Hoffnung. Aber außer Hoffnung sind noch Themen wie Freundschaften, Bekanntschaften und auch Treffen mit Menschen, die gleichgesinnt sind, in einer Gruppe zu sein. Das kann eine Partei sein oder ein Verein oder etwas dort organisieren. Aktiv zu sein bedeutet auch eine Gruppe zu gründen. Und das in dieser Geselligkeit, was wichtiges Thema ist, Monatsthema bei den Tierkreiszeichen Löwen. Wenn Sonne übergeht von Tierkreiszeichen Waage auf Tierkreiszeichen Skorpion nach dieser indischen Berechnung, dann ändert sich das Bild wieder. Und bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen sind die Geheimnisse wichtig. Entweder erfahren sie die Geheimnisse oder sie durchschauen etwas oder passiert etwas im Geheimen, wie eine Affäre zum Beispiel, oder sie sollen schweigen. Hier handelt es sich um Geheimnisse. Und jetzt die Bewegung, Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Also hier setze ich die Sonne und das bedeutet Klarheit. Und Klarheit besonders bei den Waagegeborenen, aber diese Energie unterstützt auch die Wassermanngeborenen und auch die Zwillingsgeborenen und spiegelt etwas für die Widdergeborenen. Die Widdergeborenen sollen die Augen öffnen, etwas klar und deutlich erkennen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs. Und die Mond ist wie die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und Sonne ist die kleine Uhrzeiger.
Und dieser große Uhrzeiger bewegt sich schneller und hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Und da kommen auch kleinere Veränderungen. Mond beeinflusst auch unsere Gefühle. Die heutige Mondenergie hilft für die Skorpiongeborenen und auch für die Fischengeborenen. Unterstützt auch die Jungfraugeborenen und die Stiergeborenen und spiegelt etwas für die Steinbockgeborenen. Und das bedeutet für die Steinbockgeborenen auf dem inneren Gleichgewicht achten oder auf den Gefühlen bewusster wahrnehmen. Diese Mondenergie unterstützt die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen, etwas verunsichert oder Zweifel haben die Wassermanngeborenen und die Schützengeborenen und Nervosität, Spannung erleben die Waagegeborenen und die Widdergeborenen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, aber bedeutet auch der Mann. Und dieser Mann ist gerade in Tierkreiszeichen Steinbock. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und auch Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Die Gespräche nehmen zu. Die Thema kann bei Skorpiongeborenen die Finanzen sein. Da vermehrt sich etwas oder ein Termin oder Vertrag. Wer hat gute Nachricht zu erwarten? Da sind die Skorpiongeborenen. Gute Nachricht erwartet auch die Krebsgeborenen, auch die Fischengeborenen. Gute Gespräche ist auch möglich bei Jungfraugeborenen und auch bei Steinbockgeborenen. Unsicherheit bei Gesprächen. Man weiß nicht, was man sagen soll. Soll ich nicht? Diese Unsicherheit haben die Zwillingsgeborenen und die Fischengeborenen. Gespräche, Nachricht spiegelt etwas für die Stiergeborenen. Und das heißt, die Stiergeborenen sollen nicht warten, bis diese Nachricht kommt, sondern sie sollen aktiv sein. Unterstützung bekommen die Waagegeborenen und die Schützengeborenen. Und eine schlechte Nachricht oder gar keine Nachricht, was auch Traurigkeit auslöst, das haben die Löwegeborenen und die Wassermanngeborenen. Venus ist die Planet der Liebe und befindet sich im Waage. Das ist eine schöne Liebesenergie, was die Waagegeborenen haben. Diese Liebesenergie unterstützt die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Löwengeborenen und die Schützengeborenen. Spiegelt etwas für die Widdergeborenen, das heißt, die Widdergeborenen sollen die aktivere sein, Gefühle zeigen oder auf anderen zugehen. Hilfe, Unterstützung, Einflüsse von außen bezüglich auf die Liebepartnerschaft, das haben die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen. Unsicherheit in die Liebepartnerschaft verspüren dann die Stiergeborenen und die Fischengeborenen und Spannung in die Liebe, das haben gerade die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Sie haben auch karmische Themen, weil die karmischen Knoten Rahu und Ketu befindet sich im Steinbock und im Krebs. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und bei Schützengeborenen stabilisiert sich etwas, aber sie haben auch gerade Lernaufgabe. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen bei Wiedergeborenen. Uranus ist rückläufig, das kann bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Neptun ist auch rückläufig, das kommt bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen in Vorschein. Das bedeutet Intuition und Inspiration, Talente, Fähigkeiten, Erinnerungen. Aber bei Neptun-Energie ist manchmal Enttäuschungen
oder Täuschungen. Und das bei dieser Rückläufigkeit kann bedeuten Erinnerungen, diese Traurigkeit oder dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und versucht etwas vorzutäuschen. Und Pluto ist die innere Kraft und die Kraft der Regeneration und auch die Wandlung. Und diese Kraft haben gerade die Schützengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.